Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn es ist die wirklich schwere Brigitte-Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die ist echt schwer. Als ich das eben vom Postboten bekommen habe, habe ich mir auch gedacht so, wow, schwer. Da wohl drin ist. Es ist Mai. Mai ist mein Geburtstagsmonat. Genau, ich hatte jetzt letzte Woche Geburtstag und deswegen hoffe ich ja immer, dass in den Mai-Boxen auch was ganz Spezielles drin ist. Bin sehr gespannt, was da drin ist. Aber wenn die Sachen schwer sind, dann spricht es meistens dafür, dass da wenig dekorative Kosmetik drin ist. Aber na, wir gucken mal zusammen rein. Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier zeigen kann. Das heißt aber auch, dass ich eine Box an einen von euch verlosen darf. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei und ja, viel Erfolg. Die Box kostet ungefähr 25 Euro pro Box, kommt alle zwei Monate, sodass du ungefähr 12,50 Euro pro Monat bezahlst. Du hast aber dementsprechend auch einen deutlich höheren Warenwert drin. Und die Brigitte-Box ist... Oh, draußen geht der Rasenspringer. Also falls wir irgendwas hören hier, der könnte... Ja, das Fenster ist schon nass. Der könnte auch so ein bisschen ans Fenster ditchen. Ich hoffe, dass es nicht allzu nervig wird. Wir gucken mal. Ansonsten stelle ich den halt gleich um. Eiskalt. Ich weiß nicht. Okay, ja. Da sind Drogerieprodukte drin, aber auch etwas höherpreisigere Produkte. Und vor allem sind da halt auch viele Full-Size-Größen drin. Das heißt wirklich große Produkte, wo du lange was von hast, was ich cool finde. Ich liebe Beautyboxen dafür, dass man halt auch einfach neue Produkte gezeigt bekommt. Produkte, die man einfach mal austesten kann, die man sich so im Laden nie selber kaufen würde. Und für 25 Euro wird man hier garantiert einen guten Deal machen. Das ein oder andere Lifestyle-Produkt ist hier übrigens auch noch mit drin. Und Food kann ja auch noch mit drin sein. Okay, wow. Warte, lauf nicht weg. Hier haben wir den Blick in den Karton und es liegt ordentlich was daneben. Müssen wir mal gucken, was das alles ist. Also wir haben hier für dich deine blonde Freundin. Okay, von Knight & Wilson Color Freedom Ultra Vibrant auswaschbare Haartönung. Leute, ich habe Urlaub. Ich kann es probieren, oder? In der Theorie kann ich es echt probieren. Welche Farbe ist das? Color Freedom, Pastelleffekt. Okay, ich kann mir da rote Haare oder pastelle Haare. Ich habe Angst. XL-Größe. Mache ich mir das morgen mal? Oh mein Gott. Das wäre aufregend. Okay, witzig. Naturblond kriegt dann einen Pastelleffekt. Ich glaube, ich teste das wirklich mal. Ich habe 3 Wochen Urlaub, ne? Kann ich es echt ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe da oben, glaube ich, noch ein Stehen. Aber ich muss das. Ich will das. Okay, ja. Ich habe Urlaub. Es ist Frühling, Sommer, wie auch immer. Dann machen wir mal. Ich habe noch nie... Ah, doch, so One-Night-Tönung habe ich schon gehabt. Aber meine Haare gefärbt habe ich noch nie. Okay, das kriegen wir hin. Okay, das nächste Produkt ist von Volvic Orange Holunderblüte. Das ist was zu trinken und das hat garantiert das Paket auch so schwer gemacht. Ich sag ja, da ist ja auch irgendwie Food und sowas mit dabei. Finde ich ganz cool. Davon haben wir tatsächlich auch was noch im Kühlschrank stehen, eine andere Sorte. Das müsste stilles Mineralwasser mit Geschmack sein und Orange Holunderblüte. Prost. Das riecht echt gut. Das schmeckt wirklich gut. Das ist nur ein Hauch Geschmack da drin. Aber einfach erfrischend. Und gerade wenn man jetzt so im Garten ist, wenn es wärmer draußen ist, voll cool. Ist jetzt mit Lippenstift ein bisschen blöd, aber alles gut. Geil. Gut. Ein Produkt haben wir nochmal neben der Box. Oh Gott, auch die Box ist recht schwer. Und die steht sogar richtig hoch, so voll ist die. Ei. Okay. Neben einigen Gutscheinen, die da rumfliegen, haben wir auch hier eine Zeitschrift. Und zwar haben wir dieses Mal die Brigitte Woman, die normalerweise 4 Euro kostet. Und hier ist die Titelstory, das Beste kommt erst noch. Ja, daran sehen wir auch, an wen sich die Box vor allem richtet. An Ladies ab 35, würde ich jetzt mal so grob sagen. Aber ja, ich bin 31 und ich mag die Box trotzdem. Also, ne, ich mag Druckerschwärze als Duft. Ich mag diese Zeitschriften, ich lese diese Zeitschriften gerne und lege sie mir im Badezimmer. Da haben wir einen Magazinständer, da kommen die immer rein. Und da
dann werden die natürlich auch gelesen. Okay, ja, die Box ist in einem Gelb-Grün gehalten und das hatten wir schon mal vom Design her. Die haben nämlich immer das gleiche Boxendesign, aber dann immer diese Farben unterschiedlich. Gefällt mir richtig gut und es ist relativ schwer. Und es steht hoch und wir entfernen den Deckel und haben hier einen Deckel. Ich muss gestehen, ich glaube, die letzten Male habe ich mich immer mal wieder über die Brigitte Box beschwert. Aber ich glaube, dieses Mal könnte sie ein Kracher werden. Riecht nach nichts. Hier haben wir tatsächlich den Blick zuallererst auf das Seidenpapier und das Seidenschleifchen, was wir einmal lösen. Und da haben wir einen Klebi, der die Box verschließt. Ich versuche das immer vorsichtig aufzumachen, weil ich will das immer weiterverwenden. Ja. Ohne Reißen aufbekommen. Richtig geil. Hier haben wir einmal das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Und den ersten Blick in die Box. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ah, das kann was werden. Das sieht, also da spricht mich schon einiges an. Zuallererst gucke ich mir aber immer hier so das Heftchen an. Mut zur Farbe mit der Brigitte Box Nummer 3. Ja, Mut zur Farbe. Leute, ich mag es, Lippenstift zu tragen und da auch Mut zur Farbe zu haben. Ich sollte mehr Mut zur Farbe haben, was meine Outfits angehen. Da bin ich wirklich oft in diesem Schwarz-Weiß unterwegs. Ne, ist so. Aber man sollte mehr Mut zur Farbe haben. Deswegen auch, Leute, ich mache mir das wirklich jetzt im Urlaub. Ich weiß nicht, teile ich das auf Instagram? Ja, ich teile das auf Instagram. Folgt mir auf jeden Fall, wenn du das nicht verpassen willst. Ich heiße Aiduak P, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich setze kein P davor, nein, ich setze ein P dahinter. Okay. Die aufblühende Natur holt uns mit ihren satten Farben zurück in den bunten Alltag und zeigt uns, wie Dinge sich neu entwickeln können. Gestalten Sie sich diesen neuen Alltag so prächtig, wie es nur geht. Nun ist es an der Zeit, dem Grau in Grau Lebewohl zu sagen und Mut zur Farbe zu zeigen. In dieser Brigitte-Box finden Sie alles, um sich selbst zu verwöhnen, sich herauszuputzen und den letzten schweren Wochen und Monaten mit neuer Energie und Lebensfreude entgegenzutreten. Das finde ich gut. Echt. Das finde ich echt geil. Also, knallige Farben erwarte ich hier tatsächlich, vielleicht ein knalliger Lippenstift, ein knalliger Nagellack, knallige Lidschatten, knallige Styling-Accessoires, vielleicht ein cooles, knalliges Haarband oder so. Wir gucken jetzt einfach mal rein. So, als erstes haben wir hier so Karten drin und zwar ist hier zuallererst so eine Karte, wo man mein Lieblingsrezept draufpacken könnte. Ich verwende solche Karten immer, um sie für Verlosungen zu nehmen und da einfach einen kleinen Gruß zu hinterlassen, wenn ich euch dann eine Verlosungsbox schicke und dann schreibe ich da auch auf jeden Fall mal mein Lieblingsrezept drauf. Sei gespannt, was es sein wird. Ich weiß es auch noch nicht. Wenn alles wieder normal ist. Das finde ich sehr zeitgemäß tatsächlich. Da kann man ankreuzen, was man machen möchte, wenn alles wieder normal ist. Finde ich schön. Müssen wir gemeinsam um die Häuser ziehen? Möchte ich dich fest in den Arm nehmen? Ich glaube, das ist das, was ich persönlich bei jedem ankreuzen würde, denn ich vermisse es so, so, so sehr, so viele Menschen in den Arm zu nehmen. Sei es meine Eltern, sei es Freunde, sei es Kollegen. Ich fange gleich an zu heulen. Das vermisse ich tatsächlich. Mich macht das nämlich alles schon so ein bisschen fertig. Und deswegen finde ich dieses Motto von der Box einfach gerade super erfrischend, herzerwärmend und geil. So, Entschuldigung. Sollten wir einen Filmeabend unter freiem Himmel machen, müssen wir zusammen den Grill anschmeißen. Möchte ich wild mit dir barfuß tanzen? Sollten wir gemeinsam einen Tee, Kaffee, Wein, Sekt, Bier schlürfen? Müssen wir einen Roadtrip mit geheimem Ziel machen? Sollten wir gemeinsam ins Kino, Theater, shoppen, schwimmen gehen? Ja, schöne Karte, die mich gerade emotional werden lässt. Ist ja furchtbar hier. Liebesbrief to go. Okay, mein Freund hat bald Geburtstag, das kann ich ihm vielleicht geben. Ich liebe dich, bin froh, dass es dich gibt, will ein Kind von dir. Bin auf Wolke 36.785. Will mit dir auswandern, will dich auffressen, freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen, habe eine Überraschung für dich, bin total verknallt in deine Haare, Ohren, deinen Po oder sonst was. Süß. Das sind schöne Karten, Leute. Ja, das fand ich gerade schon direkt schön. So, hier haben wir einen Tee drin, kühl und lecker, Active, Zitrone, Limette. Jo, das ist halt ein Tee, den kann man jetzt ganz gut aufbrühen, trinken und dann zur warmen Jahreszeit genießen. Machst du dir einfach einen eigenen Eistee und hast hier auch noch ein paar Vitamine mit dabei. Und das finde ich ganz cool, mit Vitamin C, B3 und Zink, mit kaltem Wasser aufgießen, das finde ich praktisch. Und mit Zitrone, Limettenaroma
Den werde ich doch mal vielleicht, wenn wir morgen im Garten sind, machen. Einfach so einen Krug hinstellen, dann können wir uns den immer eingießen. Ist ganz gut, weil man dann halt wieder auch so ein bisschen mehr trinkt. Und ja, ne? Immer an die Elektrolyte denken. So. Nein. Ich bin froh, dass ich so stark geschminkt bin heute, denn sonst würde ich gerade echt rot werden, Leute. Okay, wow. Das ist ein Satisfier. 19 Minutes for the Ultimate Satisfaction. Na, was halte ich hier in meinen Händen? Puh, ich glaube, ich werde gerade echt rot, trotz Foundation. One Night Stand Air Pulse Stimulator. Hm? Das ist nicht jugendfrei. Nein. Entschuldigung, echt. Ich fühle mich gerade wie 12. Ja. Druckwellenstimulation und berührungslose Klitorisstimulation. Nusche, 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 genau. 4 Programme, hautfreundliches Silikon. Wird nicht im Aufgebraucht-Video kommen. Nein. Wie cool ist das bitte, dass sie sowas einfach mal reinpacken, ne? Ja gut, hier war auch eine Werbung von Eis.de mit dabei in dem Umkarton. Ich zeige euch ja nicht immer die ganzen Werbeflyer, weil ich mir denke, das ist für euch eigentlich relativ langweilig. Aber jetzt weiß ich warum. Huh, okay. Mhm. So. Hilfe. Little Lunch. Lieblingssoße Dal Masala mit roten Linsen und Kichererbsen. Okay, das ist ein Little Lunch, gab es bei der Höhle der Löwen. Und ja, das ist einfach eine Soße. Oder macht man das noch irgendwie dazu zu irgendwas? Soße aus Glas entnehmen, zugedeckt in der Mikrowelle unterrühren, im Topf erhitzen und nach Belieben verarbeiten. Ich weiß nicht. Also hier sind auch so Ideen, da kannst du auch so ein Namenbrot oder so heißt das, glaube ich. Dieses Brot, was da abgebildet ist, ne? Kannst du als Dip machen. Oder du kannst es wahrscheinlich auch einfach auf Toast machen oder so. Für ein wirklich ganz schnelles Essen, ein bisschen Reis dazu, kann man sich auch sonst ganz schnell machen. Finde ich cool. Wird seine Verwendung auf jeden Fall finden für so ein schnelles Abendessen. Denn jetzt gerade haben wir auch was im Backofen, weil wir nicht genau wussten, was wollen wir essen. Es ist Dienstag, die ganzen Lieferdienste haben irgendwie zu und wir haben echt Bock, was zu essen, weil wir heute auch viel körperlich was gemacht haben. Und ja, jetzt haben wir einen Camembert und Kartoffelspalten im Backofen. Nicht unbedingt gesund, aber hey. Was Gesundes hatten wir heute Mittag schon. Gut, Batiste Trockenshampoo Floral and Flirty Blush. Ich bin kein Freund von Trockenshampoo. Bin ich ehrlich. Aber ich weiß, dass viele andere das sind. Und gerade von Batiste. Das wird halt viel gefeiert. Ich werde das an Freunde weitergeben, weil ich auch öfters mal gefragt werde, ob ich sowas habe. Die freuen sich dann darüber. Wäre in der Theorie auch was Cooles so, ne? Ja, also für jemanden, der die Box bekommt und nicht jetzt so wie ich. Ich gehe jeden Tag duschen mit Haaren. Ne? Also ich brauche das, ich fühle mich sonst nicht wohl und ich möchte mich wohlfühlen und deswegen mache ich das. Ich habe das jetzt schon auch jetzt in den letzten Tagen mal versucht, mal einen Tag nicht meine Haare zu waschen und es war so direkt am nächsten Morgen so, also man hat es nicht gesehen, ne? Aber ich habe mich ekelhaft gefühlt. Das ist einfach dieses persönliche Empfinden. Man sagt ja auch, jetzt sollte man vielleicht in der aktuellen Zeit, wo man sowieso viel zu Hause ist oder jetzt im Urlaub, auch mal ausfetten lassen. Oh, nee, bitte. Muss nicht sein. Gut. Renova von Jean Darcel, Creme Hyaluronique, 24 Stunden Hyaluroncreme, 30 Milliliter, das ist das, was ich sagte. Ne? Du hast hier teilweise auch Produkte drin, die einfach etwas höherpreisig sind. Jean Darcel ist kein günstiges Produkt und ja, das ist eine 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Das ist cool. So Gesichtscremes kann man immer gut gebrauchen. Ich habe einige da. Das heißt für mich nicht so gut, aber für jemanden, der jetzt nicht so viele Boxen halt hat und so viel Backups hat, ist das eine geile Nummer. Jean Darcel ist auch eine schöne Marke. Ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, auch tierversuchsfrei oder sowas. Will jetzt nicht mich allzu weit aus dem Fenster lehnen. Das steht jetzt hier auch nicht drauf, aber das ist eine sehr, sehr gute Marke. Hier habe ich ein Oschi-Produkt, Triacle Moon. Das ist eine Marke, die einfach diese riesengroßen Verpackungen immer rausbringt. Und das ist ein Duschprodukt. 500 Milliliter. Also da kommt man Ewigkeiten mit hin. Ich habe es, ich glaube, einmal oder zweimal geschafft, so ein großes Ding leer zu machen. Ich bin es irgendwann leid, das ist mein Problem, ne? Honeysuckle Beauty. Mhm. Mit Lotusextrakt, oh geil. Hier lächeln sogar die Häuser mit ihren gebogenen Dächern. Mhm. Ich halte meine K-Schätze in die Kamera und rufe Kimchi. Klingt sowieso viel netter als Cheese. Okay.
koreanisch dann, ne? Mhm. Riechen wir mal nach. Oh, ich finde, es wird bestimmt gut riechen, aber es ist so groß. Das bleibt. Das bleibt, das bleibt. Das finde ich gut. Ja. Das ist schön bunt. Ja, es passt auch zum Thema der Box, ne? Ja. Ja. La Roche-Posay, ne? Das ist auch wieder so eine gute Marke, Leute. Hyaluron B5 Serum, Concentré Anti-Rides. Was ist das? Anti-Falten wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Hier hinten steht es drauf. Anti-Falten, genau. Das gibt der müden und schlaffen Haut wieder Elastizität und pufft sie auf. Und das ist, glaube ich, ein Produkt, was ich mal probiert habe. Nee, dieses Hyaluron B5 nicht, aber von The Ordinary hatte ich mal eins, wo auch B5 mit bei war. Das hat mir nicht so gut getan. Deswegen bin ich da jetzt etwas vorsichtig. Ich habe ja sehr, 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 sehr empfindliche Haut, aber sieht hübsch aus, ne? Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt verwende, ob ich das in der Familie so weitergebe oder mal in der Verlosung gebe oder so. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich halt extrem sensible Haut habe. Da muss ich immer sehr vorsichtig mit umgehen. Und hier haben wir einen Kracher. Etrebelle. Hallo, hallo. Kiss Me Long Lasting Lip Color. Also wenn das nicht eine Farbe ist, das ist eine krasse Farbe, Leute. Wow. Ciao. It is pink. Es ist neonpink. Ich mache das jetzt nicht direkt drauf, weil ich habe was drauf. Riecht nach nichts. Boah, das ist super flüssig. Eieieiei. Das ist krass, oder? Hammer. Neonpink. Also das schreit wirklich laut nach Farbe und das finde ich geil. Das passt zur Box und zum Thema. Ja, gut. Bella Pierre Peach Blossom. Das ist halt eine Lidschattenpalette, die ich schon habe, ne? Ich guck mal schnell. Ja, das ist exakt die, die ich schon habe. Ist eine teure Palette. Wirklich hochpreisig und die ist schön. Damit kann man sehr dezente Look schminken. Ich verlinke dir hier oben mal das Video, wo ich den Look gezaubert habe mit dieser Palette. Das war mein Tiny Make-up-Look mit den kleinsten Produkten, die ich habe. Und die wird demnächst verlost werden. Ich finde die ganz schön. Ich habe die auch nach wie vor hinten noch bei mir in der Sammlung drin. Aber es ist halt vier Farben, es ist relativ wenig. Aber ich muss sagen, ich schreie immer nach irgendwelchen Lidschattenpaletten in Boxen. Und dann haben wir eine drin und darüber freue ich mich. Deswegen coole Geschichte. Eine Zahnbürste. Ja. Eine grüne Zahnbürste. Was sage ich zu Zahnbürsten? Nicht viel, ne? Die werde ich, weil man aktuell nicht reisen kann, safe zum Putzen verwenden. Welch Frevel, aber wir haben elektrische Zahnbürsten, da brauchen wir keine Zahnbürsten. Also nicht solche halt, ne? Berlin Bio Brush Organic Cleaning Medium Soft Only. Oh, Medium bis Soft, okay. Biokunststoff auf Zellulosebasis, Borsten auf Rizinusölbasis ohne schädliche Weichmacher. Das ist natürlich cool, ne? Aber sie wird zum Putzen verwendet. Aber sie ist schön grün. Ja, passt auch zum Motto. So, das letzte Produkt in der Box gehört dann wahrscheinlich zu diesem Produkt, nämlich dieses Produkt. Da haben wir auch wieder von Knight & Wilson. Ist es auch von Knight & Wilson? Die sind beide von Knight & Wilson. Da habe ich gar nicht die Marke zugesagt. Okay. Color Freedom Pastelizer mit reinen Farbtönen mischen für sanfte Pastelleffekte. Tiefenwirksame Pflegeformel mit Shea Butter und Arganöl. Leute, ich mache mir pastellorangene Haare. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Aber gut, ja, mache ich. Ist cool. Hier steht auch hinten drauf: Coral Blush Pastelleffekt. Wird dann so hell. Ja, okay. Ja, riecht gut. Ja, der macht einfach pastellig. Ich meine, das ist ein Riesen. Ich weiß nicht, wie viel und so. Hoffentlich steht das irgendwo in der Bedienungsanleitung, aber ich werde es verwenden. Bin ich gespannt drauf. Ja, passt alles auf jeden Fall zum Thema. Ein bisschen viel Food, aber das passt zur aktuellen Zeit. Deswegen beschwere ich mich nicht. Ich fand die Box sehr gelungen und ich finde, für 25 Euro, was man ja für die Box bezahlt, oder 25 bis 30, je nachdem, welche Abo-Form man nimmt, hat man ordentlich Produkte bekommen, die cool sind, wo man Spaß mit haben kann, die knallen, also richtig knallige Produkte und etwas wirklich für die Lachmuskeln ist auch mit dabei. Also von daher, coole Box.
Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!